Guten Morgen. So, ich bin euch noch was schuldig mit diesem Gebäude. Will man so sagen. Kunstgebäude. Frauchen habe ich heute Morgen dahin geschickt. Hast du gesagt, da ist eine Kirche drin? Kirche, Museum, Kunst, Ausstellung. Kunstausstellung, Museum, Kirche. Da laufen auch unheimlich viele Leute hin. Fahren auch viele Leute hin. Entsprechend unruhig ist das hier. Bis in den, na, ich sag mal, frühen Abend, ne? Oder ja, frühen Abend. Ansonsten ist hier nichts. Tote Hose. Ist auch so ein ganz kleines bisschen nicht so schön. Aber egal. Vielleicht wird es ja schöner, wenn sie fertig sind mit Bauen. Wenn sie fertig sind mit Bauen, wahrscheinlich schon. So, wir zischen weiter. Nach. Egeskov Slot. Das ist ein Wasserschloss. So. Das habe ich behalten. Ja, Wasserschloss. Da werden wir jetzt mal hingurken. Das ist auf der Insel schon, oder Flynn? Fünen. Auf der Insel Fünen. Also seid gespannt. Ich bin. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. Reich von Christine angekommen. Also wir haben jetzt den Park und die Ausstellung gebucht. Ja. Kostet 55 Euro für 2 Personen, Hund ist frei. Mhm. Richtig? Genau. Und die Führung da durch das Schloss, das sparen wir schenken uns. Wir uns. Ja. Und jetzt verfalle ich wieder in mein altes Muster. Dafür, was wir da einsparen, esse ich mir ein Fischbrötchen. Esse ich mir ein Fischbrötchen. Was ich immer noch nicht bekommen habe. So, wir gucken mal, was ich hier filmen kann. Wir laufen natürlich auch 3 Leute rum. Ne? Wir schauen einfach mal. Sometimes
Ganz fantastisch. Jo. Richtig lecker. Meine Fresse. Ist das schön. Voll schön. Ha? Selfie. Deutsches Produkt. Deutschland kommt der. So, jetzt zeige ich euch mal den ersten Wohnwagen. So. Oder? Von 1924. 1924. Zeltwagen ist ein Typ Bagger auf der Vorderachse eines Ford T. Wurde in den USA erworben, gebaut. Ein Puck, die gibt's heute noch. Absolut toll. Ja, sollte man mitmachen. Für Männer und für Frauen, alle da. Ja. Absolut toll. Nee, schön. Sehr schön. Wenn ihr in der Nähe seid, hinkommt. Ja. Lohnt sich. Ja, ist zwar ein bisschen happig vom Preis, aber. Also, das finde ich ist. Also ist okay. Geht. Ja. Wir gucken weiter. So, für die Kleinen ist auch natürlich auch gesorgt. Ne? Also, ja. Hier werden sie alle glücklich. Hier werden sie alle glücklich. So. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt weiter. Ich weiß zwar nur noch nicht wohin, weil das ist Spielbereich hier. Wir gehen jetzt den Hauptweg nach. Ich hätte mir nur Sorgen gemacht um die Kamera, teure Kamera. Also klar. So, Parkplätze gibt es auch genug, auch für Wohnmobile. Alles supi, alles gut. Was schiebst du mich jetzt weg? Ja, damit du nicht in das Auto läufst. Leben gerettet, danke, Schatz. So, wir gucken mal jetzt mal. Hat schon ein bisschen gedauert jetzt, also bringt Zeit mit. Ja. Damit ihr auch alles sehen, gucken könnt. Wir suchen uns jetzt einen schönen Stellplatz und trinken erstmal ein Käffchen. Ja. Und ein Stück Kuchen. Ja. Bist du drauf? Ja. Okay. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face.
Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to. So. Mächtige Brücke. Mächtig. Wir sind jetzt auf Seeland. Da, wo Kopenhagen ist. Genau. Da fahren wir erst morgen. Oder übermorgen. Mal gucken. Jetzt fahren wir erstmal zum Entsorgen und dann gucken wir mal, das war irgendwo da oben. Die Richtung, glaube ich. Ja. Gut, Stellplatz finden. Mal gucken, was dein Schätzekind diesmal ausgesucht hat. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Wir sind über die Brücke drüber weg. Und stehen bei der End- und Versorgung. Nett gemacht. Ja. Direkt hinter der Brücke rechts raus. Und einfach nur den Schildern folgen. Hier kannst du umsonst Ver- und Entsorgen, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Jetzt ist nur einer vor uns. Aber wenn wir den weggejagt haben, dann zeige ich euch da mal was. Die Brücke kostet 370 Kronen. Bin ich jetzt ganz schön happig dazu. Aber eine sehr schöne Brücke. Ist eine sehr schöne Brücke, ja. Jedes Krönchen fast wert. Ja. Also das sind ungefähr 50 Euro, ne? Darf man nicht vergessen. Ja. Was denn jetzt da? Ich weiß nicht, was der hier für ein Wasserspiel treibt. Ist wahrscheinlich die Spülung. Keine Ahnung. Gut, alles klar. Ja, und dann, achso, wir müssen noch den. Und dann geht's zu einem Stellplatz. Zu finden. Till the sunrise, these open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life, say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Zu wohl sein. Was sagst du zu dem Platz? Ja, der ist schön. Oh, ich setz mich mal zu dir. Besser. So sieht man es besser. Nein, der Platz ist sehr schön. Ja, wir haben jetzt gerade lecker gegessen. Jetzt können wir gerade ein Auto umbringen. Die drehen hier nämlich immer. Gott, oh Gott, oh Gott. Wollten sie überfahren, oder? Ich glaube, ja. Scheiß Touris, weg hier. Was wollte ich gerade sagen? Ne, wir haben gerade lecker gegessen. Ja. Und haben, kleiner Teaser schon mal, eine neue Route gemacht. Wir sind ja so flexibel. Ja. Da die Brücke zurück ja auch wieder 370 Kronen kostet. Genau. Und wir dann aber auch einen riesen Umweg machen, weil wir auf dem Rückweg nach Otterndorf. Genau, wir müssen auch nach Otterndorf.
Wir wollen aber auch noch nach unten nach Lolland. Ja. Und von da geht die Fähre von Rodby nach Fehmarn, Puttgarden. Und jetzt haben wir uns kundig gemacht. Die kostet 121 Kronen, ne? Mhm. Nee, 121 Euro. Euro, genau. 121 Euro. Und da haben wir gesagt, naja, im Verhältnis zu, ich sag mal gut, 50 Euro Spritgeld, Zeit. Ja, und dann nochmal bestimmt 200 Kilometer oder ja, so. Ja, ja. Oder noch mehr. Also, da haben wir gesagt, dann investieren wir das und fahren dann halt mit der Fähre. Erste Mal Fähre. Mal gucken, ob es klappt. Gucken, ob wir Fähre können. Vielleicht hört er die Nachrichten. Genau. Wenn einer quer auf Fähre steht und Panikräder, bin ich das. Ich fahre nicht da auf die Fähre. Prost. Ich bin ja ein absoluter Biertrinker. Ich trinke ja gerne Bier. Aber im Zuge des Gewichtes haben wir auf Glasflaschen verzichtet. Ich trinke jetzt hier Bier aus Plastikflaschen. Guck mal, wer da kommt. Mäuschen, hast du? Komm her, Mäuschen. Hast du uns vermisst? So, kurze Unterbrechung. Heute sind wir alle zusammen, der Hund darf auch was trinken. So, und weil, wegen des Gewichtes, wie gesagt, bin ich auf Plastikflaschen übergegangen. Alles Rache. Aber mal, es geht. Man kann es trinken. Gibt Schlimmeres. Aber so ein Bierchen abends, das ist doch schön draußen. Ich trinke Lilly. Ich bin das Mädchen bei uns. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns. Morgen. Im nächsten Teil. Im nächsten Video. Im nächsten Video.